So, hallo und herzlich willkommen jetzt hier auf vom PC-Schneidetisch. Ihr seht hier ein paar Flugzeuge. Ich denke mal, das war ein Plane-Spotting-Punkt, wo ich gerade hier vorbeigefahren bin. Ich bin ja gestartet in Düsseldorf-Benrath mit dem Zug, bin ich bis Düsseldorf Flughafen gefahren und von dort aus bin ich jetzt gestartet. Ihr seht auch schon, dass ich jetzt hier durch den Kalkumer Forst fahre und auch den Kalkumer Wald oder Forst, wie auch immer. Ich kann das, im Süden nennt sich das hier in Google Maps Kalkumer Forst, der nördliche Teil der Kalkumer Schlossstraße, da steht hier Kalkumer Wald, whatever. Ihr kennt mich ja, ich habe keine Lust, die Kalkumer Schlossstraße lang zu fahren, könnte ich ja machen. Würde ich sicher auch ein bisschen was an Kilometer sparen, aber ihr kennt mich ja und ihr wisst ja, ich bin ja dafür bekannt, dass ich Wege suche, die so wenig wie möglich autointensiv befahren werden. Ja, ihr seht schon, hier rechts liegt der Schmitzsee. Also ich mache im Grunde genommen so einen kleinen Bogen nach Norden, um dann in den Ortsteil Kalkum zu gelangen, um dann von dort aus nach Kaiserswerth zu kommen. Ihr seht auch schon, ich bin jetzt hier schon in Düsseldorf-Kalkum, dem Ortsrand quasi. Vom Osten her fahre ich den an. Ich bin ja vorhin über die B8 und auch über die Bahnstrecke, die zwischen Düsseldorf und Duisburg hergeht, beide Male über Brücken gefahren. Ja, das liegt, wie gesagt, alles nördlich vom Düsseldorfer Flughafen. Jetzt, wie gesagt, bin ich in Kalkum, fahre gerade hier so ein bisschen den nördlichen Teil von Kalkum durch. Und jetzt wird es ein bisschen interessant, weil hier rechts würde es jetzt zum Schloss Kalkum gehen. Aber das lasse ich jetzt mal links liegen, stimmt ja nicht, es liegt ja rechts. Ich habe dafür hier die St. Lambertus-Kirche fotografiert. Dabei fällt mir ein, bei den Fotos, die ich immer mal einblende, findet ihr auch in Komoot, wo die Tour drin ist. Verlinkt ist das unter dem Video. Da findet ihr dann auch die Links. Ja, jetzt bin ich hier schon eigentlich in Kaiserswerth angekommen. Und zwar, hier am Berliner Imbiss. Und ihr wisst ja, ich esse ja gerne Currywurst mit Pommes. Die habe ich hier bekommen. Ich meine, die war so 7 Euro. Ich fand das irgendwie echt billig, mit Mayo sogar dabei. Und die Currywurst und die Pommes waren echt super lecker. Ja, wie gesagt, hier, das ist der Clemensplatz. Da hält auch die U76. Ich hatte auch überlegt, von Benrath aus mit der U-Bahn dorthin zu fahren, aber das hätte viel, viel länger gedauert und ich hätte umsteigen müssen. Ja, jetzt fahre ich hier durch Kaiserswerth durch. Vorhin habe ich übrigens noch kurz da auf der Ecke bei Kaffee Schuster mehr Kaffee und ein Teilchen geholt, weil Kuchen, der sehr, nicht so trocken ist, ist immer ein bisschen ein Problem, auf dem Fahrrad mitzunehmen. Jetzt bin ich aber, wie gesagt, hier schon durch den Ort Kaiserswerth gefahren, und zwar auf der Kaiserswerther Marktstraße, die sich hier von Ost nach West oder West nach Ost, wie ihr möchtet, also ich bin quasi von Ost nach West lang gefahren und komme dann hier am Rhein aus. Und ihr seht natürlich, sehr schöner Blick auf den Rhein. Unten am unteren Bildrand blende ich, wie gesagt, auch immer mal zusätzliche Infos so per Banner ein. Die poppen dann immer mal so auf, damit ihr auch so ein bisschen sehen könnt, wo ich gerade bin. Habe ich mir sehr viel Mühe gemacht.
Sind auch so ein paar Hinweise. Hier seht ihr mal links Burgruine, 12. Jahrhundert. Dann hier noch eine Karte, wie das von oben aussieht. Weil ich bin, wie gesagt, die Tour relativ zügig durchgefahren. Also ich habe mir jetzt nicht die Zeit genommen, um jetzt hier die ganzen Sightseeing-Sachen zu filmen, anzuhalten, weil das sehr zeitintensiv ist, weil ich bin ja immer ein bisschen später dran mit dem Auto, die Strecken auch, beziehungsweise die Start- und Zielpunkte mit dem Auto anzufahren. Vor allen Dingen ist es auch immer im Herbst und Winter gar nicht so ganz verkehrt, so nicht unbedingt vor 12, 11 Uhr loszufahren, weil, wie gesagt, heute ist zum Beispiel auch so ein Tag, wenn denn der Nachthimmel klar ist, ne, dann kühlt er sehr stark aus, und am nächsten Tag trotzdem, wenn dann auch südliche Winde sind, dann wärmt es sich schön auf. Es wurde heute übrigens an dem Tag, wo ich gerade bin, auch richtig schön warm. Ich weiß gar nicht, habe ich gesagt, an welchem Datum ich unterwegs war. Ich sag's nochmal, das war ein Mittwoch, der 23. Oktober 2024. Ja, ihr habt gerade gesehen, da war noch die Gastro da, wo die Fähre ist, zwischen Kaiserswerth und Langst oder Langel, muss ich da gleich nochmal gucken. Und gerade hier eben ist das so ein bisschen doof, wenn man da von diesem Gasthof dann weiterfahren möchte, ohne dass man da großartig auf der Straße fahren möchte oder einen Umweg. Den Fährweg müsste man dann wieder in entgegengesetzte Richtung zurückfahren, um dann auf die Lohhauser Deichstraße zu gelangen. Ich habe es abgekürzt, aber dafür ist da so eine blöde Kante. Ja, deswegen habe ich das quasi so abgekürzt. Ihr seht, ich bin jetzt hier auch schon auf dem Damm unterwegs. Die Tour geht so Richtung, also von Norden nach Süden, also flussaufwärts. Ja, hier jetzt der Test nochmal von dem Telesin Gimbal, der eine eingebaute Kamera hat und Objekterkennung hat oder Gesichtserkennung. Irgendwie sowas. Ihr seht, allerdings hat das Ding an dem Tag ein bisschen verrückt gespielt. Ich habe da nämlich eine GoPro drauf gemacht. Es hat irgendwie an dem Tag, an diesem Tag nicht wirklich klappen sollen. Ihr seht allerdings, wenn ich zu Fuß dran vorbeigehe, dann hat es mal geklappt. Tja, das war's dann aber auch. Ihr seht, noch ein Versuch mit dem Fahrrad, kläglich gescheitert. Ich habe, wie gesagt, auch mal die Seite des Gimbals, also mit Kamera drauf, gewechselt. Einmal mit Blick Richtung Westen gegen die Sonne, vorher am Anfang genau umgekehrt. Hat irgendwie alles nichts genutzt. Ja, geht man dran zu Fuß vorbei, habt ihr ja gesehen, dann klappt's. Gut, da habe ich mich nicht lange mit aufgehalten. Kostet alles viel Zeit. Hier links ist jetzt schon das Messegelände. Und ja, wie gesagt, rein flussaufwärts geht's hier. Weil die Tour, habe ich ja noch nicht gesagt, war roundabout 42 Kilometer lang. Ja, diesen Kameraden hier, den fand ich also ganz witzig mit seinem Fahrrad. Ich habe den mal eingeblendet. Der fuhr da mit Musik durch die Gegend. Erinnerte mich irgendwie so ein bisschen an Manta Manta, dem Film. Das war dann irgendwie die Fahrradversion, so kam mir das vor. Ist mir aber deswegen nur aufgefallen, weil ich später, werdet ihr sehen, ich gleich abbiege und ein bisschen tiefer gelegt am Ufer. Hier ist die Stelle, wo ich jetzt ein bisschen tiefer gelegt unten rumfahre. Man kann auch oben weiter neben der Bundesstraße fahren, aber ihr wisst ja, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Hier unten war es viel schöner. Und als ich meine Kaffeepause hier unten gemacht habe, da kam der Typ auch vorbei. Also
ja, erinnerte mich irgendwie an die Düsseldorfer Kö, wo die Leute so Poser immer rauf und runter die Straße mit ihren aufgemotzten Autos herfahren, weil der fuhr hier nämlich auch wieder vorbei, ne? Also, naja, bisschen crazy. Gut. Ja, hier an diesem Schiff, was auch Gastro ist, habe ich dann entsprechend mal ein Päuschen gemacht und habe diesen Telesin-Gimbal dann nochmal aufgestellt auf der Kamera. Nachdem ich ihn hingestellt habe, seht ihr, hat er gleich wieder mal aus irgendeinem Grund verrückt gespielt, obwohl ich die Fernbedienung gar nicht gedrückt habe. Aber gut, vielleicht habe ich, weil ich hatte die in der Hosentasche, vielleicht fällt mir jetzt gerade bei der Gelegenheit ein, trotzdem irgendwie da auf diese Bedienung gedrückt worden in der Tasche, in der Hosentasche. Kann sein. Fällt mir gerade so ein. Aber das Schöne ist, ne, ihr seht das, ich sitze ja da auf der Bank und mache gerade meine Kaffeepause. Und das Schöne ist, man kann dann den Blickwinkel auch ferngesteuert mal ändern, wenn auch diese Follow-Me-Funktion mit der Kamera, Gesichtserkennung ja nur begrenzt ist. Ich habe das ja schon mal in einem Video davor getestet und auch hier zu Hause zu Fuß dran vorbei. Also wenn man weiter im Abstand von 2,5 Meter da dran vorbeifährt, ist das ziemlicher Mist. Also dann funktioniert das nicht, ne? Naja, egal. So, ich bin jetzt wieder gut versorgt. Kaffee und Kuchen ist alle. Currywurst-Pommes habe ich ja auch schon aufgehabt. So, jetzt geht es hier wieder hoch zur B1, die hier am Ufer in Düsseldorf von Norden nach Süden verläuft. Und ja, hier mal so der Blick. Ich weiß gar nicht, warum hier so viele Leute sind, aber ich glaube, das hat was hier mit diesem Bütchen zu tun. Da gibt es halt alles. Ich finde, das ist noch so ein richtiger Klassiker eines Bütchens, finde ich. Ne? Fortuna-Bütchen. Ist eigentlich schon eine Sehenswürdigkeit. Ne? Ja, was mir gerade so auffiel, dass hier rechts am Ufer auch ein Riesenrad ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Betrieb war. Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Übrigens hier links verschwinden jetzt die Autos, also die B1 in der Ufertunnelstraße. Das hat den Vorteil, früher ging das ja hier oberirdisch durch und wer weiß, wie hier an dem Burgplatz hier vorbei. Und das Schöne ist, dass es jetzt nun, weil das alles tiefer gelegt ist und unterirdisch verschwunden ist, hat man dann eben hier jetzt sehr schön die Möglichkeit, hier zu flanieren und die Ruhe zu genießen. Also ich finde die Variante wirklich ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Also von daher, das ist schon toll gemacht, Burgplatz. Hier habe ich mir natürlich dann noch ein Eis gegönnt. Allerdings auch nur eine Kugel, 2 Euro. Das muss man ja auch erstmal sich so irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also da muss man das Eis schon besonders genießen. Ja, hier übrigens ein Riesenrad aufgestellt auf dem Burgplatz hier. Ja, der Burgplatz bzw. Burgtürmchen ist ja irgendwie so ein Überrest. Ich glaube, irgendwie war da auch mal eine Burg. Glaub ja, weiß nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, und ja, dieses Riesenrad ist natürlich, weiß ich wie hoch, ne? Kann man dann schön über den Rhein und die Stadt gucken. War sogar im WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde. Ja, hier seht ihr ja der Weg hier, der Radweg, der ist so mit Wellenpflastersteinen oder Platten oder wie man die nennt, ausgelegt. Hier links, so nennt sich zumindest Alter Hafen. Ja, kann man jetzt nicht wirklich gut sehen, auch wenn ich da links hingestellt. Hier übrigens auch noch eine Eisdiele links, also wem die eine andere da vorhin am Burgplatz nicht so gefällt, der kann dann
gerne dann ein Stückchen weiter und da am Hafen. So, und jetzt sind wir auch hier an der Rheinkniebrücke. Und an der Rheinkniebrücke zur Rechten hier in Fahrtrichtung, da ist dann auch der Landtag von Nordrhein-Westfalen. Ich habe das mal hier per Luftaufnahme eingeblendet, damit ihr mal so ein bisschen sehen könnt. Wie gesagt, nebenan ist dann hier auch der, so ein Rheinturm. Früher nannte man das immer Fernsehturm, weil da viele Antennen und hast du nicht gesehen, oben drauf waren. Naja, da kann man oben übrigens hochfahren und oben dann in einem drehenden Restaurant sitzen. Also da kann man sich dann, man braucht gar nicht aufstehen. Ja, hier links noch der maritime Hafen, also Marina, die Marina von Düsseldorf. Und jetzt geht es hier auf die Medienhafenbrücke. Also das ist eigentlich die Zufahrt hier, die Wasserschneise, die jetzt hier unter der Brücke hergeht. Hier, das ist quasi hier der Rhein und von dort aus kann man dann hier hineinfahren mit dem Schiff in den Hafen und ja, seine Fracht eben entsprechend dann löschen. So heißt das wohl, denke ich mal, ne? Ja, ich habe, also man kann natürlich das Stück abkürzen, weil das ist nämlich ein ziemliches Rheinkniestück. Ihr wisst ja, abkürzen, okay, wenn es einen grünen Weg oder mit wenig Autos gäbe, gibt es aber nicht. Da muss man dann wirklich neben oder auf, keine Ahnung, es bringt auch, glaube ich, nur 2 Kilometer oder so, von daher, also ist zwar eben halt so ein Rheinbogen, den muss man dann natürlich auch folgen, und aber ich fand es jetzt sehr schön da. Gut, hier rechts war der Golfclub, dann kommen auch ganz tolle Wiesen hier, weiß nicht, da kann man dann im Herbst vielleicht auch Drachen steigen lassen, weiß gar nicht, warum ich da, also ich habe niemanden gesehen, okay, aber gut, Mittwoch ist natürlich auch mitten in der Woche, aber ihr seht auch ganz tolles Licht hier, ne, mit den Bäumen, Licht- und Schattenspiele, also mit den Herbstfarben des Laubes auf den Bäumen, wunderschön, also ich fand das sehr, sehr toll. Und ihr seht auch rechts so ein bisschen, ich habe mal so ein bisschen die Kamera nach rechts geschwenkt, eine ganz tolle Wiese, wo man sicher auch mal rumlaufen kann und ja, eben im Herbst Drachenzeit fliegen lassen kann. Ja, aber wie gesagt, ich habe diesen Tag, diesen besagten Mittwoch auch ausgesucht. Ihr seht, es ist total windstill. Und es sollte auch recht warm werden. Ich glaube sogar danach die Tage sogar noch ein bisschen wärmer. Aber mir hat es wirklich sehr angenehm gereicht von den Temperaturen her. Und ja, ihr seht ja, ne, das ist vom Licht her ganz toll. Ja, hier über mir jetzt die Bahnverbindung von Düsseldorf aus rüber auf die andere Seite nach Neuss. Und ja, jetzt wird es auch ein bisschen holprig hier in Düsseldorf-Hamm. Der Uferweg, der ist jetzt hier irgendwie ein bisschen flickenmäßig. Also Gott, ja, man kann ihn halt fahren, ne? So ist das nicht. Ja, und ich habe mich dafür entschieden, jetzt hier diesen tiefer gelegten Uferweg zu fahren. Ob der jetzt, also hier in Google ist er definitiv als Radweg eingezeichnet. Ich habe auch kein Verbotsschild jetzt gesehen. Also von daher alles gut, würde ich mal sagen. Also kein
großartiges Problem. Ja, und vorhin habt ihr wahrscheinlich auch links gesehen, irgendwelche dicken Befestigungsmauern, wahrscheinlich wegen Hochwasser etc. Ja, und da unten rechts war der Rheinstrand, also im Sommer liegen da viele Leute zum Baden. Soll man ja eigentlich nicht im Rhein, es ist halt gefährlich, ne? Aber gut, mit mal Füße reingehen, das sollte eigentlich keine Probleme bereiten. Aber immer auf die Kinder aufpassen. Es geht so schnell, ruckzuck, rutschen mal aus irgendwie oder trauen sich weiter rein und ja, etc. pp. Ne? Also immer vorsichtig sein. Ja, der Rhein ist von der Strömung her recht heftig. Man hat ja irgendwann mal auch hier einiges begradigt und klar, es sind zwar immer noch viele Rheinschleifen hier, aber ich glaube, wenn man mal so historische Karten sich anguckt, wo der Rhein überall lang geflossen ist, Altrheinarme nennt sich das, ja, gibt es ja an der Hohenbacher Kempe auch noch so einiges. Und da wundere ich mich immer, wie der Rhein früher meandriert ist. Ne? Naja, ob das alles so heute gut ist, auch für die Schifffahrt, ne? Weil die Strömung ist hier schon ganz heftig, also finde ich. Ne? So, jetzt wieder zurück hier im Film. Ich bin jetzt hier, glaube ich, schon voraus. Müsste das schon die... Was ist das jetzt? War das schon die Süd... Nee, das ist schon die Flea-Brücke. Und an der Stelle nach circa 30 Kilometer biege ich jetzt quasi vom Rhein ab, fahre hier durch den Flea-Wald gleich. Also ich habe eine grüne Passage gesucht, die mich vom Rheinufer jetzt bis nach zum Menzelsee oder Elbsee bringen kann. Also da habe ich echt eine Weile dran getüftelt, in Komoot mit Google Maps zusammen. Und also ich finde, ich habe da eine sehr schöne Passage gefunden. Gut, man muss hier mal die ein oder andere Straße queren, aber ihr seht, da ist jetzt nicht so der dicke Verkehr. Das ist jetzt hier auch schon irgendwie zwischen Uni und Uniklinikum, geht jetzt hier die Strecke lang. Aber ihr seht, ich finde solche Wege total idyllisch, solange mir keiner entgegenkommt, muss ich jetzt mal lustigerweise hinzufügen. Aber Glück gehabt, ne? Mir kam also auch fast niemand entgegen oder wenn, dann war es gerade an einer günstigen Stelle. Klar, ne, hier sind mal ein paar Straßen, die man queren muss. Also hier zur Rechten müssten jetzt eigentlich die ganzen Uni-Geschichten liegen. Mensa, Wohnungen der Universität, Hörsäle etc. Und zur Linken eben halt das Uniklinikum-Gelände. Vielleicht ist das auch deswegen hier so ein bisschen ruhiger. Ne? Vielleicht... ja, keine Ahnung. Also ich fand das jetzt hier recht entspannt, längs zu fahren. Und also das war jetzt von der Passage her sehr angenehm, muss ich sagen. Ja gut, jetzt ist hier die Stelle, wo hier der P&R-Parkplatz Südpark ist. Der liegt hier geradeaus, da wo der Bus gerade herkommt. Ich biege allerdings jetzt hier rechts ab. Ein Stückchen parallel zu der U-Bahn-Linie. Und das ist übrigens die U73 und biege dann aber wieder parallel zur A46 ein. Und dann komme ich hier an dem Sportplatz der Uni vorbei und hier rechts von mir liegt jetzt der Unisee. Jo, und dann geht es eben halt immer weiter hier neben der A46, die hier links von mir liegt. Zum Glück hört man da jetzt nicht so viel. Und jetzt komme ich dann auch in Wersten raus. Düsseldorf-Wersten.
und das ist jetzt hier die Dorfstraße, da fährt jetzt hier auch die U72 und 79 lang. Übrigens hätte ich, da ist sie gerade. Und die U-Bahn zumindest. Welche Linie kann ich jetzt nicht genau sagen, aber whatever. Und ja, und dann geht es eigentlich hier direkt über der A46, weil die verläuft nämlich jetzt hier. Die hat man quasi abgedeckt und die liegt jetzt genau hier unter dieser Grünfläche. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen. Und ihr hört ja auch so ein bisschen, es ist total ruhig und eine tolle Grünanlage, so ein bisschen parkähnlich, die man dann hier oben drauf hergerichtet hat. Und ihr seht, da sind ja jetzt auch keine kleinen Bäume, ne? Also ich finde das schon echt richtig toll. Ja, hier steht gerade Hundeparkwiese. Naja, wie auch immer. Ja, jetzt geht's hier. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwie sogar ein Park, der westlich vom Eller Friedhof liegt. Das ist hier alles links, hier vor dieser Werstener Feldstraße, die Brücke, die da gerade war. Und jetzt hier zur Linken, das ist eigentlich, liegt alles hier dieser Eller, also der Friedhof von Düsseldorf-Eller. Ja, ich fahre jetzt hier ein Stückchen an der Düssel lang. Jetzt überquere ich die auch und wechsle quasi das Flüsschen. Und das ist jetzt hier das Brückchen über die Düssel, die südliche Düssel müsste das sein. Und jetzt hier voraus biege ich jetzt parallel zum Eselsbach ein. Dem folge ich jetzt ein Stückchen, bis ich dann auf die Bahnstrecke stoße, die zwischen Hilden und Düsseldorf verläuft. Genau. Der folge ich jetzt. Und jetzt biege ich hier wieder ab und verlasse den Eselsbach und muss jetzt die Bahnstrecke gleich unterqueren. Weil ich muss ja immer Richtung Westen jetzt radeln, damit ich zu meinem Ausgangspunkt in der Nähe vom Menzelsee komme. Ja, bevor ich es vergesse oder noch nicht gesagt habe, denkt dran, den Komoot-Link findet ihr unter dem Video. Da ist immer eine Textbeschreibung über den Inhalt dieses Videos zu finden. Und darunter im Anschluss des Beschreibungstextes, um was es in dem Video hier geht und was ich zeige, da findet ihr dann eben auch darunter den Komoot-Link. Ja, es kann manchmal sein, dass es Copy-and-Paste-Fehler, dass der nicht unbedingt immer funktioniert. Schreibt es einfach dann in die Kommentare und dann tue ich das bereinigen, weil manchmal vergesse ich das, den auszuprobieren, und dann, ja, das ist immer ein bisschen doof. Ja, hier übrigens die Dame mit dem Handy am Telefonieren. Ihr seht, fast wäre sie hingefallen. Also mit dem Handy am Fahrrad telefonieren ist auch nicht wirklich gesund, würde ich mal sagen. Da kann man gerade auch auf dem Fahrrad schnell mal sich irgendwie auf die Nase legen. Ja, Düsseldorf Hasseler, muss ich jetzt gleich nochmal gucken, ich habe jetzt gerade die einen, Hassels, genau. Ja, das ist jetzt hier eigentlich eine tolle grüne Passage. Rechts und links von mir sind eigentlich alles Wohnanlagen, und mittendurch geht jetzt hier auch so eine grüne Passage, die richtig toll ist. Einzigste kleine Wermutstropfen, aber das muss ja nicht unbedingt Nachteil sein, ist jetzt hier an dieser Stelle, an der, die überquere ich jetzt hier gerade, die alte Altenbrücker Straße. Und dann gelangt man hier in so ein
kleines Geschäftsviertel, da ist alles, was man braucht, ein Rewe, eine Apotheke, ja, ein kleines Restaurant, Dönerbude, ein Penny, Aldi, was weiß ich, nee, Norma oder was da ist. Also wer da mal unter der Woche hier lang radelt, der kann sich hier auch noch mal ganz gut verpflegen. Gut, ich fahre jetzt einfach da mal durch. Und jetzt geht's schön weiter. Hier, ihr seht das immer hier. Ich glaube, das ist der Ortsteil in Düsseldorf, der Bezirk 9. Also Düsseldorf-Hassels. Und im Süden ist das dann Hassels-Benn. Also, ja, Benrath-Hassels steht hier. Naja, gut. Also ich fahre jetzt hier ein Stückchen Richtung Süden. Und dann biege ich aber auch wieder, schwenke ich wieder ein bisschen ein Richtung Osten. Dazu muss ich dann nochmal die A59 unterqueren. Das müsste aber gleich erst noch kommen. Ihr seht, wie gesagt, sehr schön, sehr ruhig. Also gut, bis auf die ein oder andere kleine Nebenstraßenquerung fand ich das also sehr angenehm. Was allerdings jetzt ein bisschen doof ist, ich habe es ja gerade schon angekündigt, hier die Unterquerung der A59 ist jetzt aber auch nicht groß ein Ding. Ja, und dann fährt man da eben, ist ja ein separater Radweg. Und dann geht es hier auch ab in den nächsten Wald hier. Und Hasseler Forst ist das. Und dann bin ich auch gleich wieder am Elbsee. Der ist im Norden und südlich davon ist der Menzelsee. Dazwischen geht eigentlich so ein mittendurch so ein Grünstreifen. Ja gut, man hat das früher so abgebaggert und da entstehen dann manchmal ganz kuriose Wegführungen. Ja, hier jetzt voraus, ihr seht das schon, das ist diese Unterführung unter der Bahnstrecke Düsseldorf-Hilden und Düsseldorf drunter her. Und dann geht es hier. Jetzt wird es auch schon ein bisschen dunkel. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, dass ich auch ziemlich zügig weiterfahre und mir jetzt eigentlich, weil es wird ja schnell dunkel. Zum Glück war ja noch Sommerzeit. Während ich jetzt hier das Video fertigstelle, ist gerade die Zeitumstellung gewesen. Heute ist ja Montag. Und Montag, der 28.10., wo ich hier gerade das Video fertig schneide und kommentiere. Ja, ich bin jetzt gleich hier an meinem Ausgangspunkt am Auto, wo ich geparkt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wäre schön, einen Daumen hoch und ein Abo von euch. Danke und tschüss und viel Spaß beim Nachradeln. Winke, winke.